wir springen. Ja. Heute sind wir wieder hier auf dem wunderschönen Server. Ich habe heute so richtige Lust, irgendwie zu spielen. Das glaubt ihr mir gar nie. Ich bin hier gerade im Aufnahmefieber. Ich habe schon mehrere Folgen hier aufgenommen heute. Größtenteils eigentlich nur, weil ich Wochenende keine Zeit habe. Aber es macht irgendwie. Es macht irgendwie Laune, jetzt gerade hier aufzunehmen. Keine Ahnung warum. Ich bin gerade so richtig im Aufnahmefieber. Fieber. So. Aber Bruchstein. Das ist doch alles Bruchstein. Warum gucke ich jetzt gerade? So. Ich möchte hier ein kleines Thema ansprechen, was euch vielleicht nicht angeht, beziehungsweise nur indirekt. Es geht um das Let's Play Landwirtschaftssimulator. Im Happy Wheels Part habe ich, also im Happy Wheels Part, was später kommt, habe ich das auch angesprochen. Ich habe in jedem Part das jetzt angesprochen, denn es ist mir wichtig. Ich werde zwar jetzt so aufnehmen. Kurze Erklärung, ich habe jetzt zwei Folgen Happy Wheels hintereinander aufgenommen, deswegen hat sich die eine Folge ein bisschen komisch an auf das, was ich hier spreche. Aber gut. Ich werde doch noch eine kleine Runde aufnehmen. Ich werde zwar größtenteils den Helfer fahren lassen und das als kleine Abschiedsrunde drinnen lassen. Denn ich habe wenig Lust im Moment auf Landwirtschaftssimulator, mehr auf Happy Wheels Minecraft. Und natürlich soll ein anderes Projekt dafür einspringen. Ach, Eurotruck habe ich ja auch heute aufgenommen. Oh, hat das Spaß gemacht, mal wieder zu fahren. Das glaubt ihr mir gar nicht. Ja. Dann habe ich auch noch was richtig geil, was heute passiert ist, im Betrieb. Ich bin hier Aufbereitungsmechaniker, für die, die es noch nicht wussten. Und wir haben heute mal uns einen Anschlagwinkel hergestellt, selber hergestellt. Natürlich 90 Grad muss perfekt sein und. Und unten ist ein Anschlag dran, der muss mit einem Dreier, mit einer Dreier-Schraube festgemacht werden. Und vorher muss ja M3-Gewinde geschnitten werden. Und einer hatte das Gewinde drinne. Und ich bin natürlich der größte Ronny der ganzen Welt. Jetzt nichts gegen Ronnys. Und ich lasse einen Stoß schön gegen das Dreiergewinde und es bricht ab. Und das im Werkstück. Sagen wir es mal so, ich bin wirklich der größte Ronny der ganzen Welt. Denn das war echt scheiße von mir, bin ich ehrlich. Weil man hat wirklich daran sehr lange gesessen, ehe da was zurecht kam, ehe man dort was rausbekommen hat. Also ich meine jetzt rausbekommen, dieses Rechteck rein rausgeschnitten bzw. rausgesägt bzw. entfernt hat. Es hat wirklich sehr, sehr lange gedauert. Ein bisschen Holz haben wir hier. Fichtenholz brauchen wir überhaupt nicht. Können wir was verbrennen? Brennfeder? Nein. Brennleitern? Nein. Brennsticks? Ja. Wir brauchen noch nur ein bisschen Holzkohle, damit wir die Holzkohle unten reinlegen können. Das wird enge. Hat geklappt. Jetzt habe ich gerade so ein Ohrwurm von etwas, was ich gehört habe. Gut, hier habe ich ein bisschen ausgeschlachtet. Das war, glaube ich, schon im letzten Part. Aber ich weiß jetzt nicht, ob es ein Part war oder nicht. Wir gehen einfach hier rum und tun noch ein bisschen abernten. In der Zeit werde ich noch mal erzählen, was jetzt los ist mit dem mit Landwirtschaftssimulator. Landwirtschaftssimulator fliegt jetzt komplett raus. Dafür wird für ein anderes Projekt reinspringen. Ich weiß noch nicht welches. Ich wollte eigentlich mal eine Strawball, oh, da hinten bin ich ja, Umfrage machen. Für alle, die es nicht kennen, das ist so ein ja, Website, wo man, ich bin ja schon durch, seine eigene Umfrage erstellen kann. Natürlich habe ich keine Erdung.
Also zum Beispiel, was soll ich denn nicht spielen? Habe ich ja ein paar Spiele zur Auswahl. Aber dazu brauche ich ja eure Hilfe, ob ihr diese sehen wollt oder nicht. Und jetzt muss ich aber auch überlegen, welches Spiel. Arma 3 wird zum Beispiel zur Auswahl gestellt. Das DLC ist keine Auswahl. Also das DLC für den Landwirtschaftssimulator ist keine Auswahl. Es wird gespielt. Also auch für die Landwirtschaft nicht freundlichen unter euch. Es kommt ein DLC raus. Landwirtschaftlich Euro Truck Simulator. Was rede ich hier für Mist? Jedenfalls kommt ein DLC raus. DLC Erweiterungspaket für die Leute, die es nicht auch kennen, was das sein soll. Ist ein Erweiterungspaket für irgendein Spiel. In diesem Moment ist es für den Euro Truck Simulator. Da kommen mehr Städte dazu und da will ich natürlich auch ein paar mehr Leute ranholen, damit die wissen, wer hier auf YouTube unterwegs ist. Natürlich ich. Ich bin der Meister. Ich bin dein Herrscher. Irgendjemand hat hier richtig die Box aufgedreht. Vielleicht ist es ja der Kev. Und heute ist es nie Montag, heute ist Samstag und der macht seinen Livestream. Nee, Spaß beiseite. Ich wohne überhaupt nicht in seiner Nähe. Ich wohne weit, weit weg von ihm. Weit, weit weg. In den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen. Soweit auch wieder wie nicht. Ich bin ja ein Ossi, soweit habe ich ja gesagt, erzähle ich ja. Denn ich bin ein glücklicher Ossi. Ich bin wirklich aus Stolz ein Ossi. Man kann zwar viele Ossi-Witze machen. Das gerade wieder am Decken. Warum immer hier? Niemals bei anderen Parts. Ah, okay. Das erklärt einiges. So. Mein Video war fertig kodiert. Ich habe noch im Hintergrund kodieren lassen. Also zurecht schneiden lassen. Und das ist jetzt fertig. Und da hat es eben jetzt mir das gezeigt. Ja, dein Video ist fertig. Und deswegen hat es gerade ein bisschen geleckt. Ich hoffe natürlich, es gab jetzt keinen Abbruch und ich muss es die ganze Scheiße nochmal zurechtschneiden und. Ich hoffe natürlich, ich habe hier ein Thumbnail drin. Denn ich habe jetzt in ein Part gesagt, in den nächsten paar Sachen habe ich ein Thumbnail. Ich habe das. Ich nehme jetzt hier alles auf einen Schlag auf. Also ich habe natürlich noch ein. Für die Leute, die es gerne wissen wollen. Wir haben es bei mir. Haben wir es Donnerstag. Mittwoch. Und ich nehme gerade für die ganze restliche Woche auf. Das hört sich nicht viel an. Denn es ist ja eigentlich nur noch Donnerstag, was ich sowieso aufgenommen hätte. Sind ja zwei. Eine Folge? Ist er. Ne, sind ja zwei Folgen. Einmal Happy Wheels und Eurotruck. Eurotruck, was gestern sehr lange war. Denn es sind zwei Frachten. Ich habe mich dann ein bisschen doch verblabbert. Das gibt es doch bei mir. Und dann habe ich Zusatzaufnahmen für noch einmal Happy Wheels, was ich aufgenommen habe schon. Für Minecraft, was am Freitag kommt, das, was ich gerade aufnehme. Sonst noch irgendwas? B-Wheels für Sonntag. Ja, Landwirtschaftssimulator, der eine Part und für Sonntag noch den
Harz. Denn ich bin am Samstag nämlich nicht da. Und am Freitag habe ich ja den Stream und ich muss auch noch einkaufen gehen. Denn leerer Kühlschrank, ich glaube, da wird man auch nicht satt. Nur vom Angucken. Habe ich einfach so das Gefühl. Ob es was anderes ist, das könnt ihr mir natürlich in die Kommentare schreiben. Ob ihr das kennt mit dem leeren Kühlschrank. Und wisst, dass ihr dann satt werdet. So, eigentlich würde ich jetzt gerne runter. Was noch? Oh, Fackeln. Wie viel? Es ist nur eine Fackel. Naja, ach so, die hing dort. Okay, legen wir uns hin. So. Was? Wo bin ich überhaupt stehen geblieben? Jetzt bin ich. Weiß ich. Achso, dass ich hier im Voraus wie extrem aufnehme. Das kommt ja davon. Wie gesagt, das habe ich auch schon gesagt. Warum? Wieso? Weshalb? Warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm. So, nehmen wir das ganze Holz. Oh, jetzt fängt das wieder an, ein bisschen zu lecken. Ich habe einfach keinen Platz mehr für Bruchstein. Das ist ja krass, das ist krank, das ist. Brauche noch eine Kiste bald. Gehen wir wieder hoch. Haben wir was noch zu essen? Naja. Ja, wir haben noch was. Das reicht ja. Wir essen lecker Brot zum Frühstück. Ein Brot, zwei Brote. Wir essen drei Brote zum Frühstück. Wer freut sich da nicht? Oh. Drei Brote ist auch nicht wenig. Das ist ja Pillepalle. Ich esse sogar jeden Früh vier Brote. Oh. Oh. Aber ich könnte mir auch vorstellen, warum das jetzt gerade so leckt. Wegen den Sachen, die hier überall rumliegen. Okay, eigentlich war doch überall Wiese, aber ja. Oh, mit Hilfen, ich glaube, da kann ich man auch nicht so gut schlagen. Also, es war jetzt ja eine Überlegung, außerdem Landwirtschaft, habe ich ja gesagt, fliegt ja raus, ein neues Projekt anzufangen. Welches es ist, weiß ich noch nicht, ob es irgendwie Arma 3 vielleicht ist, denn da kenne ich einen Haufen Leute, die das spielen. Oder ob es City XXL ist. Wer das kennt, schreibt das in die Kommentare, wie es vielleicht ist. Vielleicht hat der ein oder andere schon Erfahrung damit und sagt, kurz, kauf dir lieber Sims 4. Sims City, das ist besser. Also ich kenne mich mit den Spielen noch nicht auf, aber ich bin so ein Simulator. Und man sieht auch, ich baue auch gerne auf. Und rehen tue ich auch die ganze Zeit. Also ich wirklich, ich versuche jetzt mehr zu rehen, mehr zu thumbnailisieren und mehr auf die Qualität. Qualität bin ich eigentlich schon öfters gegangen, zu gehen. Gut, und jetzt ist auch noch die Sache mit meinem zweiten Bildschirm hat sich ja auch geklärt. Fast geklärt. Was mein Problem ist, dass ich einen HDMI Mini-Anschluss brauche. Das heißt, entweder ein Adapter oder ein komplettes Kabel. Ich habe zwar ein kleines HDMI-Kabel, also das könnte aber auch heißen, gut, ich gehe von dem PC, wo ich jetzt hier bin, auf meinen Monitor. Also über HDMI, wenn das Bild wirklich besser ist, wie der eine sagte. Und ich könnte dann, also der zweite Bildschirm wäre mein Fernseher und könnte bei dem über VGA gehen, was der auch hat. Er ist nämlich für beides da, für HDMI und VGA.
Für beides, für Computer und für Fernsehen. Das hat aber jetzt so echt lange gedauert. Und ich habe auch schon gemerkt, dass meine Parts irgendwie extrem lang wären. 25 Minuten, wie ich mich eigentlich verplapper. Ich habe nämlich keinen Timer und kann ja nichts dazu sagen. Wenn ich hier mal nach unten gucke, wenn man nach oben gucke, würde ich sagen, ich bin jetzt hier ungefähr bei der Hälfte. Würde aber auch sagen, dass ich hier bei der Hälfte so gut wie Schluss im Karton mache. Und die andere Hälfte mir für den anderen Part aufheben lasse. Und mir das mal einen Timer einstelle. Denn ich habe jetzt Folgen, kommen langsam auf 25 Minuten. Eins muss ich aber noch ansprechen, was mir heute erst, nee, heute nicht, gestern aufgefallen ist. Dass ich ein Video hochgeladen habe, ein Minecraft-Video, was paar 15 Minuten hoch lang ging. Das ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Keine Ahnung warum. Also ich habe eins eigentlich hochgeladen, was 17 Minuten oder so war. Aber keine 50 Minuten oder so. Und deswegen wollte ich mich entschuldigen, dass dort am Schluss irgendwie kein Ton mehr war. Ich weiß überhaupt nicht, was jetzt am Schluss dran war, ob das Wiederholung war oder ob das was anderes war. Das ist für mich nicht verständlich. Man merkt schon, es leckt wieder. Das heißt, mein Speicher ist langsam wieder voll. Deswegen würde ich sagen, wenn euch der Part gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, schreibt in die Kommentare, da, was ich ändern kann, was ich verbessern kann und wie ich es verbessere. Dann würde ich sagen, teilt das Video, favorisiert das Video und. Bis zum nächsten Mal. Euer Meinungsumwelt. Ciao, ciao.